Ja, guten Morgen zu Bildungswerk Live, live aus Trier heute Morgen. Heute habe ich wieder ein Thema aus dem Bereich der Digitalisierung vorbereitet. Einen kleinen Überblick will ich euch geben zur frühen Stunde. Der frühe Vogel fängt den Wurm und das passt auch ganz gut zu unserem Thema. Nur wer früh an ist, wird auch sicher sein. Heute ist unser Thema BSI und zu dem Thema BSI habe ich mir noch ein kleines Randthema rausgesucht, das Projekt Sisyphus Windows 10. Da will ich einen kleinen Überblick geben, aber primär mich heute um das BSI kümmern und was das überhaupt ist. Steigen wir auch direkt ein heute Morgen. Das BSI. Was ist das BSI? Der eine oder andere mag es vielleicht schon gehört haben. Es ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also das BSI findet ihr unter www.bsi.bund.de. Und an dem .bund.de sieht man schon, es ist halt wirklich auch eine Bundesbehörde, die dem Bund unterstellt ist, und dazu gleich später mehr. Gegründet ist das BSI 1991 mit dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist das BSIG, also dieses Gesetz, ist die Gründung quasi festgeschrieben worden, und es gab eine Vorgängerbehörde oder Organisation, das war die Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik, das ZSI. Und daraus ging das BSI hervor, und man muss auch bedenken, wir sind da noch in den Anfängen der Digitalisierung gewesen, und dort hatte schon der Bund damals die Idee, im Bereich Digitalisierung eine eigene Bundesbehörde eben aufzubauen und weiterzuentwickeln, das sogar gesetzlich zu manifestieren. Jetzt ist 2021 und das BSI wird dieses Jahr 30 Jahre alt, und das wird eben im Rahmen der Möglichkeiten auch gefeiert. Ich möchte an dieser Stelle ganz am Anfang einfach ein kurzes Video einspielen. Das ist das Video zu dem 30-jährigen Jubiläum des BSI. Dazu wechseln wir gerade mal in den Videomodus. Das ist einfach nur ein Videospot, den das BSI produziert hat, der einfach dieses digitale Lifestyle darstellen soll. Jetzt gucken wir einfach mal 1 Minute 30 kurz rein, um uns einzustimmen. Und die Welt kann einem manchmal Angst machen. Dann fragt man sich, wie will ich eigentlich leben? Will ich ängstlich sein oder mutig? Will ich allein sein oder lieber mit anderen zusammen? Hallo, guten Morgen. Cool sein? Immer mobil sein? Will ich hilfsbereit sein? Will ich andere versorgen oder ihnen die Meinung sagen? Will ich schlau sein? Wir sein? Ich sein? Wie auch immer du sein willst, wir wollen, dass du dich digital voll ausleben kannst. Deswegen arbeiten wir seit 30 Jahren Tag für Tag für Deutschlands digitale Sicherheit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Deutschland digital sicher. BSI. So, ich denke, das gab einen guten Eindruck. Jetzt laden die Folien hier, glaube ich, doch, jetzt sind sie wieder da. Gab einen guten Eindruck aus dem alltäglichen Leben mittlerweile, die Entwicklung in unserer digitalen Welt abgespiegelt haben. Und ich denke, das war ein ganz schöner Einblick, den das BSI zu seinem 30-jährigen Jubiläum produziert hat. Dann kommen wir doch mal konkret zu den Aufgaben und den Entwicklungen. Also das BSI in der heutigen Form ist in mehreren Stufen entwickelt worden. Wir gehen auch auf die Historie ein bisschen ein, was auch deren Aufgaben gegen den ersten Aufgaben waren und sind. Grundsätzlich ist das die im Neudeutschen die Cybersicherheitsbehörde des Bundes.
und Gestalter einer sicheren Digitalisierung in Deutschland. Das ist eigentlich der Grundauftrag, das ist das Leitbild von Ihnen, unter dem das alles unterstellt wird. Interessant bei der Definition ist, dass es schon ein Zukunftskonzept Informationstechnik 1989 gab. Und dieses Papier, man muss überlegen, also da sprachen wir noch nicht vom Internet, da gab es dieses Konzept, was die Grundlagen eigentlich des Auftrags des BSI widerspiegelt und seiner Zeit sehr weit voraus war. Und das macht sich in diesem Bereich, man kann ja über Bundesbehörden ja das eine oder andere denken, aber es macht sich eben bezahlt, dass dieses Konzept eben schon so weitblickend war. Und das ist dann schon sehr interessant, wenn man sich das dann durchliest in der Historie, was das auch für Auswirkungen hatte und worauf vieles, was in der Entwicklung des BSI ist, eben basiert. Der Grundgedanke war oder der Grundauftrag ist ja immer noch Unterrichtung für Betroffene und Interessierte, insbesondere was Risiken, Informationstechnik und mögliche Schutzmaßnahmen angeht. Das war anfangs nur auf den Bund ausgelegt. Ja, also auf alle Bundesbehörden und Ministerien und gar nicht auf den Endverbraucher. Aber das ist eben ein Punkt, da kommen wir gleich zu, auch mit einem letzten Praxisbeispiel. 1993 wurde dann deutlich, wie zukunftsweisend dieser Ansatz, also aus diesem Zukunftskonzept war. Also 91 ist ja das BSI gegründet, 93 wurde das dann deutlich, da eben dort der Beginn der breiten Nutzung des WWW, habe ich es genannt, des Internets begann, wo eben Fragen der Digitalisierung und die aus dem Zukunftskonzept abgeleiteten Fragestellungen, Probleme eben entstanden sind. Das ist schon eigentlich, wie gesagt, sehr vorausschauend. Noch zu den Anfängen, noch weiter bei dem Auftrag des BSI, Schutz der Regierungsnetze und die Sicherung zentraler Netzübergänge. Das heißt, anfangs war die zentrale Aufgabe, alle politischen Infrastrukturen, also der Ministerien, Behörden, eben zu schützen als eigenständige Behörde. Und auch die Übergänge. Also es ist ja nicht so, dass das Internet irgendwie nur in Deutschland passiert, das passiert weltweit und da gibt es Knotenpunkte. Auch diese Punkte war eben mit eingebunden, dass diese Behörde da ein Auge drauf wirft und auch berät eben und einschreiben kann. Es wurden dann auch verbindliche Sicherheitsstandards für die Beschaffung und Einsatz von IT für Bundesbehörden definiert und das gibt halt das BSI vor und es ist keine Maßgabe jeder einzelnen Behörde. Und dies wurde dann auch 2009 im Novellierung des BSI-Gesetzes eben auch festgeschrieben, also erst ab 2009. Ne? Man muss überlegen, was für Zeiträume auch da sind. Wie gesagt, wir sprechen von 30 Jahren dieser Bundesbehörde. Dann ist für die Bundesverwaltung dies die zentrale Meldestelle für die IT-Sicherheit. Also wenn es zu Vorfällen kam im IT-Bereich, war es oder ist deren Auftrag eben die Meldestelle zu sein, diese Informationen aufzunehmen, diese Informationen zu bewerten und eben dann auch eben Maßnahmen einzuleiten. Dann ist ein weiterer Auftrag, und das muss man aus der Geschichte auch sehen, das wurde ja erweitert, dass es eben ein kompetenter Ansprechpartner und Berater in der Informationssicherheit ist. Und jetzt kommt eigentlich dann der Switch von der reinen Bundesbehörde, die den Behörden des Bundes unterstellt war, eben zu weiteren Aufgaben, nämlich sie sind der Ansprechpartner mittlerweile auch für die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Gesellschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger. Also letztendlich auch ganz am Ende der Kette, also der Bürger ist ja das kleinste Glied dann, der wird mittlerweile auch bedient von der Bundesbehörde und es ist eigentlich auch ganz gut, wer sich im Privaten eben nicht so auskennen kann, auf der Bundesbehörde sehr gut informiert werden. Dann machen wir noch so einen kleinen Sprung, was die Erweiterungen des Auftrages des BSI angeht, nämlich dann 2015, wurden Aufgaben und Befugnisse weiter aufgebaut. Da gab es dann das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit in den informationstechnischer Systeme und dort wurden dann eben für Deutschland verbindliche Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit definiert. Und darum geht es im Primären eben Schutz kritischer Infrastrukturen,
Und die, das Gesetz sollte dazu dienen, die Netzsicherheit zu erhöhen. Das heißt eben, über Schaffung von Mindestanforderungen soll gewährleistet werden, dass eben in Deutschland gewisse Infrastrukturen auch bei Zwischenfällen gut funktionieren. Also wir reden jetzt nicht von Zwischenfällen wie einem Stromausfall, klar, das gehört mit dazu, oder einer Naturkatastrophe, sondern wir reden eher von IT-Zwischenfällen, also sprich einem Hackerangriff oder einem Übernahmeversuch von Infrastrukturen. Dann gibt es noch dieses Kritis-Betreiber, also Kritis, das sind Betreiber von kritischen Infrastruktursystemen in der IT, wurden dann da auch verpflichtet 2015, weil es macht ja nicht alles das BSI, was betrieben wird. Es sind ja auch viele große Anbieter, die man ja auch kennt, in Deutschland, die für die Infrastruktur zuständig sind. Da wurde dann auch die Meldepflicht eingeführt, dass eben, falls es dann nicht nur in Bundesbehörden und Behörden zu IT-Zwischenfällen kommt, sondern eben auch an Infrastrukturpunkten, die Deutschland mit der Internettechnologie versorgen, dass dies eben auch erfasst wird. Und aktuell in 2021 gibt es wieder einen neuen Entwurf für das IT-Sicherheitsgesetz. Das ist dann das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das ist noch nicht verabschiedet. Das ist jetzt erstmal das, was aus dem Entwurf die ganz einfach runtergebrochenen Kernelemente sein sollen. Das ist zum einen, soll dieses Gesetz weiterentwickelt werden, eine Reaktion auf eben die fortschreitende Digitalisierung, was wir seit 2020 ja besonders erfahren haben, durch die Pandemie, wie wichtig der Faktor Digitalisierung ist und was damit einhergeht. Da ist nämlich jetzt auch der Verbraucher in den Mittelpunkt gerückt, nämlich digitaler Verbraucherschutz. Denken wir zum Beispiel an Online-Shops und Phishing und solche Geschichten, was den Endverbraucher betrifft. Und Einführung eines IT-Sicherheitskennzeichen, da geht es dann darum, so eine Art Trusted Shops oder Dinge zu zertifizieren, die eben nach Standards, die das BSI gesetzt hat, umgesetzt werden bei Unternehmen, bei Anbietern und, dass eben der Verbraucher da auch sehen kann, dass das nicht irgendwelche Zertifikate sind, die man sich da nur auf den Namen schreibt, sondern auch was dahinter steckt. Und es werden auch weitere Befugnisse der Bundesbehörde zugeschrieben oder sollen zugeschrieben werden. Kontrolle und Prüfbefugnisse zum Schutz von Regierungsnetzen. Also die können schon tiefer in dieses Thema eingreifen, um eben auch Sachen zu verhindern. Man denkt zum Beispiel an den Zwischenfall, wo der Bundestag gehackt worden ist. Und daraufhin hat man sich entschieden, eben im Entwurf solche Faktoren mit zu berücksichtigen. Und das BSI soll eben früher beteiligt werden bei Digitalisierungsvorhaben. Also nicht nur beim Bund, sondern generell. Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Wir sehen gleich in einer anderen Grafik, oder man wird es nicht so deutlich sehen, aber ich werde es dann kurz beschreiben. Aktuelles Thema, was natürlich auch im Interesse des Bundes ist und der Sicherheit für den deutschen Staat, Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes, da ist das BSI natürlich auch mit eingebunden. Kurz zur Organisation und zum Aufbau dieser Bundesbehörde. Ich habe es ja gesagt, man sagt das im Umgang eben Cybersicherheitsbehörde des Bundes. Wenn man sich da ein bisschen in die History einliest, wird man feststellen, dass ja auch durch die Präsidenten da so einige Schwerpunkte gesetzt worden sind und es auch dazu einige Unstimmigkeiten anfangs kam. Der Hauptsitz der Behörde ist in Bonn da nehme ich schon vorweg, dass dort ein Neubau gebaut werden soll, weil die Behörde, wie man es ja gleich sehen wird, eben noch weiter wachsen soll und eben der Platz ein Problem ist. Es gibt aber einen weiteren Dienstsitz seit 2019, das sind ungefähr 200 Mitarbeiter im Freital Sachsen. Es soll einfach das gewährleisten, dass eben noch mehr Breite, was die Standorte angeht, aufgebaut werden. Die Bundesbehörde ist, oder das Bundesamt ist dem Bundesministerium, also angesiedelt im Geschäftsbereich des BMI, Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, also
dem Horst Seehofer quasi, dem der ist ja der Minister, der quasi diese Bundesbehörde oder Bundesamt eben unterstellt hat. Es sind aktuell circa 1200 Mitarbeitende. Man sieht auch, es gab eine Verdoppelung circa der Mitarbeitenden von 2016 auf 2019. Und man sieht schon im Mittel des Bundeshaushaltes, dass dort weitere Personalressourcen zur Verfügung gestellt worden sind, dass weitere Stellen bis auf circa 1400 Stellen aufgebaut werden sollen. Und da, wie gesagt, kommt eben noch der Neubau mit zu und es gibt auch noch Veränderungen in der Struktur. Es gibt sogenannte Kontaktleute in der Behörde, die dann in einzelnen Bundesländern Repräsentanten sind, um eben näher an den Ministerien, also Landesministerien zu sein, aber eben auch an der Wirtschaft in den einzelnen Regionen. Aber das ist jetzt nur am Rande noch eine Erwähnung. Aufgebaut ist das relativ groß. Ich zeige auch einfach gleich die Übersicht. Es gibt dann Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Leitungsstab. Es gibt dann 8 Abteilungen für die Facharbeit und diese Abteilungen sind dann in bis zu 3 Fachbereiche aufgeteilt und in den Fachbereichen gibt es dann eben die verschiedenen Referate. Also ist eine sehr mächtige Behörde, was die Struktur angeht. Man wird das jetzt hier kaum sehen. Ich will es einfach nur zeigen, was ich gesagt habe. Wie gesagt, das Präsidium ist hier oben. Ich mache mal gerade die Hand hier an, dann kann ich genau. So, das Präsidium, Vizepräsident ist oben, dann eben diese Abteilungen, dann kommen die Fachbereiche und dann sieht man eben schon, wie weit das hier aufgegliedert ist. Und dann kommen unter diesen einzelnen Bereichen eben noch diese ganzen Referate und man sieht ja hier auch diese farbliche Differenzierung. Es gibt die weißen Kästchen, es gibt die grauen Kästchen, es gibt die geteilten Kästchen. Das sagt nur aus, die weißen, dass diese Abteilungen und Fachbereiche und Referenten eben in Bonn sitzen. Die maximal grau hinterlegten, das sind die, die dann in der Außenstelle sitzen, im Breisaal und dann die geteilten, die sitzen sowohl als auch. Also man sieht, es ist eine große Organisation, aber man muss eben sowas auch aufbauen, denn die Digitalisierung fordert uns ja an verschiedenen Stellen. Genau, dann kommen wir zum Leitbild des Ganzen, was ich ja schon gesagt habe. Das BSI als Cybersicherheitsbehörde des Bundes gestaltet Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion, Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Also das ist jetzt das aktuelle Leitbild und nochmal wichtig, Prävention, also Dinge, die schon erkannt werden oder was voraussehbar ist, wird eben präventiv analysiert. Es werden Dinge eben auch proaktiv detektiert und es werden eben die Reaktionen in den einzelnen Abteilungen und Referaten entsprechend vorbereitet und nicht mehr nur für den Staat, sondern eben auch, und das ist ja das was ja dann hinzugekommen ist, für die Wirtschaft und die Gesellschaft letztendlich für uns als Endverbraucher oder wir als Unternehmen oder als Bildungswerk, als e.V. Die zentralen Aufgaben, das findet man alles auf der Homepage, ich will das jetzt auch hier nicht so tief ausführen, das soll ja einfach ein kleiner Überblick sein über diese Behörde, die uns dann in der Digitalisierung begleitet, sind eben zentral die Informationen, auf der Homepage gibt es ja viele Informationen, die Beratung, also man kann auch dort drauf zugehen, wir gehen gleich auch mal auf die Homepage, da kann man uns das angucken. Entwicklungen, ja, also sie entwickeln Dinge auch selber, operativer Schutz, also sprich, da geht es ja um Behörden, die Sicherheitsnetze in Deutschland, das Thema Zertifizierung, es gibt ja immer wieder Standards, da wirken sie mit oder setzen eigene und eben die Aufsicht über das Ganze als Bundesbehörde und das ist dann sehr wichtig. Gehen wir auf die Geschichte ein, das BSI, hat ja jetzt 30 Jahre hinter sich und jetzt versuche ich gerade mal, ob das funktioniert. Doch, ich kriege es groß. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ist ein bisschen größer zu sehen. Da sieht man nochmal diesen Zeitstrahl, der sehr schön bei denen auf der Homepage ist. Dort sind die Anfänge eben 1991 und es ist interessant zu sehen, welche Entwicklungen eben auch vom BSI ausgeführt worden sind. Also man denke da eben D-Netz, Mobilfunk 91, ne? Also wie gesagt, hier oben ist die Gründung, das sind hier alles so BSI-interne Geschichten und das sind eben so Vorfälle, wo das BSI auch beteiligt war.
Das ist sehr interessant, dort zu sehen. Habe ich die Hand, habe ich ja auch, genau. Wie gesagt, also Mobilfunknetz, was haben wir noch für einen schönen Meilenstein? Genau hier, ne? Einführung iPhone, das ist natürlich auch eine Riesengeschichte dann. Hier sieht man auch eine Novellierung des Gesetzes 2009, wie ich es angesprochen hatte. Hier oben sieht man auch immer die Wechsel in der Führung, was natürlich dann auch immer eine andere Gewichtung der Behörden mit sich brachte. Vielleicht noch interessant ist 2002, dass eben das BSI für die Bürger dann auch mit, also quasi nach 11 Jahren, stimmt das überhaupt? Ja, 2002, nach 11 Jahren, wo eben auch der Bürger in den Fokus gerückt wurde und nicht nur die Bundesbehörde, also den Bundesbehörden das BSI zur Verfügung stand und dort eben da auch die Entwicklung hinging, dann sieht man, dass 2005 das BSI maßgeblich daran beteiligt war, den elektronischen Reisepass einzuführen. Kennt ja jeder, dieses biometrische System. Für die Umsetzung in Deutschland waren sie halt mitverantwortlich. Mittlerweile wird ja ein biometrisches Bild und die Fingerabdrücke auf einem elektronischen Reisepass, um das weltweite Reisen zu ermöglichen, hinterlegt. Wie gesagt, hier gab es dann die Novellierung des Gesetzes. 2010 ist das Ganze dann auf den Personalausweis ausgedehnt worden, sehen wir jetzt in dem Checkkartenformat. Also sind auch Entwicklungen eben, die das BSI maßgeblich mit begleitet hat, um auch uns Bürger und den deutschen Staat zu schützen und eben auch die Standards zu setzen. 2011 Beteiligung der elektronischen Gesundheitskarte, das sieht man ja auch in der Presse, dass das ja eben ein sehr umstrittenes Projekt ist. Das liegt aber nicht vielleicht nicht unbedingt am BSI, sondern eher im Bereich des Datenschutzes und der Krankenkassen und der ganzen Anknüpfung. Genau, dann kam 2011 die Cybersicherheitsstrategie dazu, klar, dann auch das Ereignis 2013 NSA-Affäre, da geht es ja insbesondere auch um das Leaking, also sprich das Offenlegen von Dokumenten, die ja über Cyberkriminalität oder wie auch immer ergaunert worden sind. Genau, 2015 dann eben das IT-Sicherheitsgesetz tritt in Kraft, was ich ja auch gerade beschrieben habe. Genau, da gibt es ja noch einige Gründungen. Was ist noch interessant? Neuer Präsident. Hier unten vielleicht noch diese Ransomware-Geschichte, wo sie dann eben auch einschreiten. Sehr auch, ja, also man sieht, es wird jetzt immer mehr, ne, was so eine Entwicklung angeht. Da haben sie eben den Dienst jetzt noch hinzubekommen in den 30 Jahren. Und dann ist hier die Modernisierung des IT-Grundschutzes. Also da ist doch viel zu sehen. Dann sieht man hier jetzt aktuell die Corona-Warn-App. Da waren sie natürlich auch mit beteiligt, aber das Produkt ist ja eben ein Produkt mehrerer Akteure, nicht nur das BSI, sondern eben auch Wirtschaftsakteur. Ja, das soll einfach jetzt nochmal so ein kurzer Aufriss sein, was so in den 30 Jahren passiert ist. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Dass man einfach sieht, dass sie tun. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen zweiten Punkt, den ich aber gar nicht so sehr vertiefen möchte, sondern einfach auch nochmal sensibilisieren möchte, dass diese Behörde eben auch Projekte macht, die sehr weitreichend sind, insbesondere auch für das Verständnis von Produkten, die eigentlich überall eingesetzt werden, auch in systemkritischen Umgebungen. Und da gibt es dieses Projekt Sisyphus, Windows 10, also Win 10, so heißt es wirklich. Studie ist das, eine Studie zur Systemintegrität, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktion in Windows 10. Windows 10 ist ja ein Produkt von Microsoft und wird ja in allen möglichen Umgebungen schon seit Jahren eingesetzt, also auch die Windows-Vorgänger. Und Windows 10 ist die aktuelle Version. Und klar, wenn man ein Wirtschaftsprodukt eines Unternehmens hat, hat das Unternehmen dieses Produkt entwickelt, natürlich auch berechtigtes Interesse, vielleicht Daten abzugreifen, obwohl es das nicht darf. Und dieses Projekt hat sich eben mit den ganzen Funktionen von Windows 10 befasst und insbesondere auch Unternehmen, die mit relevanten Daten eben arbeiten, aufzuklären und zu schützen und auch zu analysieren, was Windows 10 eigentlich alles im Hintergrund macht. Also für uns Endverbraucher ist es vielleicht nicht ganz so relevant, aber für große Konzerne und Unternehmen ist das sehr, sehr interessant. Und wichtig ist, dass dieses Projekt eben eine Grundlage schaffen sollte, die die Gesamtsicherheit und die Risiken für eine Nutzung von Windows 10 bewerten kann. Also das ist schön, dass man dieses Produkt eben einsetzt, aber man weiß eben gar nicht, was das so leistet und man muss ja immer abwägen. Es gibt ja auch andere Produkte, nur ist vielleicht nicht so weit verbreitet. Man muss ja daran denken, dass auch
Windows ja auch im Privaten sehr stark eingesetzt wird und die Leute das dann auch dort nutzen, aber das ist halt die private Nutzung und da ist es vielleicht nicht so relevant, dass da hochbrisante Daten drauf liegen. Das ist dann eben der Faktor. Rahmenbedingungen für einen sicheren Einsatz mit Betriebssystem zu identifizieren, also da ist die Frage, wie kann ich das konfigurieren, dass ich eben sicher nutzen kann und ne, ist sehr komplex, wenn man, also ich komme selber aus der Informatik, wenn man weiß, was es da alles für Möglichkeiten gibt, die der normale Endverbraucher gar nicht kennt und sieht, ansehen möchte vielleicht. Und dann eben am Ende die praktische, nutzbare Empfehlung für einen sicheren Einsatz von Windows geben zu können. Und das ist das Ziel dieses Projektes. Dieses Projekt läuft auch noch aktuell und es ist jetzt nicht so, dass das Projekt damit abgeschlossen ist. Da sollte man also auch noch gespannt sein, was da für weitere Erkenntnisse kommen. Nochmal kurz eine Einordnung. Diese Grafik kommt einem bekannt vor, nämlich die Frage ist, auf welcher Basis das gemacht worden ist. Es ist ja ein Projekt, was sehr lange läuft und Windows 10 wird ja immer weiterentwickelt und das ist vielleicht noch ein sehr wichtiger Hinweis. Untersuchungsgegenstand ist Windows 10 in dieser Version 16.07 und wenn man sieht, wann 16.07 quasi auf den Markt kam, es war also auf den Markt kam, wann diese Version ausgerollt worden ist, das war im August 2016. Auf dieser Basis ist diese Studie begründet. Jetzt kommt es aber, warum ist das so entscheidend? Klar, es wird geschrieben 64-Bit, gehen wir nicht drauf ein, nicht relevant, aber deutsche Sprache, also es ist auf den deutschen Windows 10 basiert diese Studie gemacht worden. Jetzt kommt aber der Krux bei der Sache, die Studie ist auf Englisch, ja, klar, weil das international auch relevant ist. Und dann ist hier noch dieser Satz, und zwar auf der Version oder eher auf der Version mit einem Long-Term Servicing Channel, also dieses LTSC. Was bedeutet das? Man sieht es auch hier und man sieht es auch hier, ich habe es extra eingekreist. Es gibt Versionen, die diesen Long-Term Servicing Channel haben, das heißt, auch wenn das Betriebssystem quasi, also diese Version nicht mehr aktualisiert wird. Und das sieht man ja hier, 2018 für Home-Nutzer und ja diese Pro-Nutzer und dann 2019 dann im Bereich Education Enterprise, also große Konzerne und Hochschulen, Schulen, die dieses System Education-Bereich benutzen und die Lizenz haben, endete der Support, also quasi übers Auto-Update. Und diese Version aber hat ein Lebenszeit-Update, ohne dass man hier diese anderen Versionen installieren müssen, die dann noch kommen, der bis 2026 gewährt wird. Das heißt, die Grundstruktur bleibt gleich, aber der Sicherheitskern darunter wird immer wieder angepasst auf die aktuellen Versionen. Und es wird eben nicht dieses Versions-Rollout, was ich ja schon in einer anderen Sendung beschrieben hatte, bezüglich was der Unterschied zwischen einem Upgrade und Update, ja, und was sich dann auch ändert. Auf dieser Basis wird das gemacht, deswegen Unternehmen nutzen auch meistens diese Version, weil Unternehmen gar nicht in der Lage sind, große Konzerne mit sehr vielen Arbeitsplätzen immer wieder neue Versionen ständig in diesem Halbjahresrhythmus aufzuspielen. Ich hatte es ja in der anderen Live-Sendung ja schon berichtet, was das eben auch bedeutet und was dort passiert. Deswegen nutzen halt viele Unternehmen diese Version 16.07, weil es dort eben zumindest auf der sicherheitsrelevanten Seite diesen Long-Term Service Channel gibt, der einfach garantiert, dass bis 2026 sicherheitsrelevante Updates eingespielt werden und jetzt keine Funktionsupdate, weil vieles muss ja in einem großen Konzern abgestimmt werden. Ergänzend ist aber dann noch zu sagen, die Studie geht ja weiter und es wird halt auch noch auf die Version 18.09, deswegen habe ich blau gemacht, auch Rücksicht genommen, sieht man gleich und da sieht man eben auch, da endet der LTSC dann 29, also 3 Jahre später. Das so zur Einordnung, auf welcher Grundlage eben diese Studie vom BSI funktioniert. Jetzt kommen wir zu der Studie selber, da wechseln wir jetzt auch die Ansicht, wir gehen live auf die Homepage, weil die Studie ist halt nur digital verfügbar und ich wollte da jetzt auch nicht zu viel eingehen, ich wollte es euch einfach mal vorstellen, was das BSI eben leistet mit seinen über 1200 Mitarbeitern. Und dazu wechseln wir jetzt mal, genau, wir gehen in das hier, da muss ich den Bildschirm nur freigeben, Moment, kommt sofort, Anwendung, zack. So, brauchen wir nicht, kommen wir gleich dazu. So,
Das ist hier die Seite, also den Link, wenn ihr ihn anklickt, kommt ihr auf die Seite vom Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik. Und dort gibt es eben auch die Seite, ich mache gerade hier das hier noch kleiner, dass man das dann sieht. Da ist nochmal die Studie aufgeführt worden, also Sisyphus Windows 10 Studie zur Systemaufbau, Protokollierung, Härte und Sicherheitsfunktion in Windows 10. Hier wird das Projekt dann nochmal beschrieben und da ist es eigentlich relevant, hier wird nochmal gezeigt, in welcher Form die Version ja, ausgewählt worden ist, genau, um was es da auch im Kern eigentlich nochmal gehen soll. Und hier ist nochmal ganz klar, sind diese Punkte, die ich ja auch schon aufgeführt habe, um was es eigentlich in den drei Kernen dieser Studie geht. Hier kommen dann noch die weiteren Hinweise, die eben wichtig sind, um diesen Projekt, die Projektbasis zu definieren. Hier steht das auch, was ich gerade nochmal gezeigt habe. Diese LTSC-Version entspricht quasi der Version 18.09 aufgrund ihrer Sicherheitspatche. Und hier steht auch, dass die Analyse schrittweise mit der neuen Version abgeglichen wird. Also heißt, die Studie wird auch schon in Teilen, wo die Studie schon fertig ist, immer wieder nochmal aufgegriffen, um zu schauen, was es da vielleicht für Veränderungen gab. Hier ist auch nochmal relevant, dass, was ich gesagt habe, dass diese Studie oder die Analyseergebnisse in englischer Sprache verfasst werden. Aber das soll einen nicht abschrecken, sich damit zu beschäftigen, weil die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die kann man hier auf der Seite eben dann in Deutsch einsehen. Und das natürlich dann auch für den, der sich da einfach nur vielleicht als Laie, der sich doch für das Thema interessiert, mal einlesen will und vielleicht nicht alles in Englisch lesen möchte, wegen der Fachbegriffe, kann das sehen. Ich zeige auch gleich einfach mal ein paar Beispiele. Dann gibt es eben noch den Hinweis, dass eben Empfehlungen und Härtungsempfehlungen in deutscher Sprache verfasst werden. Das sind halt diese Zusammenfassungen. Also das wird hier alles vorher kurz einmal gezeigt. Und dann sieht man jetzt hier die Kapitelübersicht des Projektes. Also wie gesagt, das ist jetzt kein PDF, was ich mir runterlade, sondern ich kann jetzt, da gibt es natürlich auch PDFs zu, aber ich kann hier auf der Homepage eben in diese einzelnen Bereiche klicken und hier sieht man eben gestartet mit dem 16.07 mit der Version und eben hier unten, diese Punkte sind ja noch nicht mit Links hinterlegt, das sind noch Themen, die eben bearbeitet werden, wo noch keine fertigen Ergebnisse vorliegen. Und dies sind eben schon die Empfehlungen schon mit den Anpassungen von der Version 18.09. Ich nehme jetzt einfach mal diese Telemetrie-Komponente hier als Beispiel raus. Warum Telemetrie? Telemetrie ist ja relativ wichtig. Man hat ja auch als Privatanwender gehört, dass Microsoft immer wieder Daten von Windows quasi an Microsoft übermittelt und da eben, ja, man sagt ja immer, die Unternehmen wollen damit dieses Thema verbessern, machen sie natürlich auch, aber es ist immer die Frage, was an Daten übermittelt wird. Und deswegen ist die Telemetrie-Komponente, die ja im Hintergrund läuft, relativ wichtig auch. Hier sieht man eben, hier wird auch in Deutschland nochmal kurz eingeführt, in diesem Projekt, da werden die Funktionalitäten und Eigenschaften der Microsoft-Telemetrie-Komponenten analysiert. Da geht es eben genau um diese Schnittstelle, was für Daten eben das Betriebssystem, was ja nicht nur im privaten, sondern auch im geschäftlichen benutzt wird, übermittelt. Daneben wurden Empfehlungen zur Konfiguration. Jetzt geht es ja schon weiter. Hier werden ja dann schon Empfehlungen zur Konfiguration bzw. Abschaltung der Telemetrie in Windows 10 als eigenes Dokument, ne, wurden die hier aufgeführt. Und hier gibt es dann eben die verschiedenen Versionen. Man sieht eben auch Version 1.0. Hier ist es schon erweitert worden. Die Dokumente sind eben hier dann als PDF hinterlegt. Und hier ist dann nochmal die inhaltliche Aufführung jetzt zu diesem einzelnen Thema, wo wir uns gerade befinden, also der Telemetrie. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Teil für uns auch vielleicht Endverbraucher, aber insbesondere für Unternehmen. Hier kommt jetzt die Zusammenfassung dann in Deutsch. Das ist quasi die Essenz des Dokumentes, dieses Analyseparts der Studie, die man hier wunderbar dann auf Deutsch zusammengefasst nachlesen kann. Ne? Also wir wollen jetzt hier überhaupt keine Details, ich will es einfach nur euch einmal vorstellen, was eben da geboten wird, auch seitens des BSI. Ja, wie gesagt, da ist dann die Zusammenfassung des Ganzen und ihr könnt euch auch die Dokumente, also ich nehme jetzt mal hier, das ist dieses Analyseprotokoll, wir öffnen das einfach mal. So, und dann sieht man hier,
im Rahmen der Studienstand, Protokollierung, Herz und Herz. So, und hier ist dann das PDF hinterlegt. Wir öffnen das gerade mal. Das ist sogar, glaube ich, ein Dokument, was hier auf Deutsch ist, aber das Ursprungsdokument ist dann auf Englisch, wo dann genau beschrieben wird, was eben die Analyse, gerade was die Telemetriekomponenten angeht, die Architektur, also es hat 30 Seiten jetzt, ne? Aber so kann man für die einzelnen Themen sehr fundiert erkennen, was da passiert und ja, was eben dann für Empfehlungen für Unternehmen gibt, gewisse Komponenten vielleicht in Windows abzustellen, eben in der Tiefe des Systems für Systemadministratoren, um dann eben diese Telemetriegeschichten zu verhindern, wenn man eben nicht möchte, weil man nicht weiß, aber hier über diese Analyse der Studie weiß man eben, was übertragen wird an Microsoft. Also ich soll jetzt einfach nur ein Überblick sein, den ich euch einfach nur geben möchte, was da passiert. Wir können noch mal ein anderes Thema rauspicken. Nehmen wir mal hier was. Ich denke mal, das Protokollierung, Härtung mit Bordmitteln hier, das ist vielleicht noch sehr interessant. Also, ne, ist einige Themen interessant. Hier ist dann nochmal die inhaltliche Aufführung, da kann man ja mal reinschauen. Klar, es sind sehr, sehr viele Fachbegriffe. Aber wie gesagt, entscheidend ist eigentlich immer die Kurzzusammenfassung, weil sie in Deutsch ist, wo einfach die Kernelemente zusammengefasst werden. Dann kann man natürlich, wenn man da vertieft reingehen möchte, das Dokument sich eben anschauen und laden. Das eben zu dieser Studie kann ich, wer Lust und Zeit hat, einfach mal empfehlen, wer sich mit Windows 10 beschäftigen möchte und auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigen möchte, kann ich sehr ans Herz legen. Ich möchte aber jetzt auch noch kurz, also das ist eigentlich der Kernfokus, die Studie, dass die Meldung kam neulich, deswegen habe ich dieses Thema eben aufgefasst, dass eben die Informationen auch frei zugänglich sind und genutzt werden können. Ich möchte aber gerne jetzt noch zwei Aspekte nutzen, und zwar einmal noch kurz die Seite des BSI vorstellen, weil ja die Aufgaben des BSI ja auch in den einzelnen Gesetzesnovellierungen sich geändert haben. Wie gesagt, ich habe ja jetzt in den Folien schon das eine oder andere gezeigt, aber das BSI hat einmal nochmal sehr schön detailliert ihre Strukturen auf der Homepage dargestellt. Wie gesagt, der Auftrag, das habe ich ja von eins zusammengefasst, Organisationsaufbau, das Leitbild. Dann gibt es eben die Seite so 30 Jahre BSI und die Standorte. Da kann man sich eben nochmal mit der Organisation beschäftigen, aber interessanter ist eigentlich dieser Punkt. Und dieser Punkt ist insofern interessant, ich scroll jetzt mal ein Stück runter, das sind jetzt die Themen, die das BSI, und das sind jetzt erstmal immer, sag ich mal, die Top-Themen. Nee, ihr seht, es gibt viel mehr Themen in den einzelnen Bereichen, aber entscheidend sind ja, das BSI hat ja einen gesetzlichen Auftrag und der Auftrag ist erweitert worden. Am Anfang war es ja nur die öffentliche Verwaltung, also dieser Bereich. Und man sieht jetzt eben, dass der Bereich Unternehmen und Organisation dazugekommen ist mit den Jahren. Eben, was ich gesagt habe, Beratung, ein Faktor. Und ganz wichtig ja für uns, also wir Endverbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher. Ne? Und da sind sehr schöne Themen, auch das sind jetzt nur die Top-Themen. Ne? Also alle Themen, wir können gleich mal draufklicken. Nur als Beispiel, sichere Passwörter erstellen. Das sind ja ganz rudimentäre Geschichten. Aber hier kommt das BSI eben seiner gesetzlichen Aufgabe nach und stellt dem Bürger eben auch einfach die Informationen zur Verfügung und unterstützt sie dabei, dass man eben auch im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in der Lage ist, eben den Entwicklungen Herr zu werden und Informationen zu haben, die eben ja so aufbereitet sind, dass auch der nicht so versierte Bürger eben sich den Sicherheitsanforderungen stellen kann. Ne? Auch hier Thema Online-Banking, Online-Shopping, mobiles Bezahlen, das ist ja alles das, was in der Pandemie uns auch sehr stark beschäftigt hat. Also wir denken daran, bezahlen mit Uhren und Handys, also mit der RFID-Technologie. Und eben da unterstützt und warnt und gibt Tipps, das BSI Spam und Phishing, das System, was es ja schon seit Jahren begleitet, auch als Bürger beim E-Mail-Versand ist es natürlich immer, wenn man seine privaten E-Mail-Adressen da nutzt, hat man ja auch einen Spam-Ordner und schaut dann rein, man sieht ja, was da so reinkommt und das Thema Phishing, Abgreifen von persönlichen Benutzerdaten, um zum Beispiel an Bankdaten zu kommen. Genau, digitaler Verbraucherschutz ist ja auch in der gesetzlichen Novellierung festgelegt worden, ist eben auch ein Thema und ja, da können wir uns vielleicht nochmal ein Thema gleich rauspicken einfach. Und hier dieser Punkt kritisch, also Betreiber von kritischen IT-Infrastruktursystemen werden natürlich auch bedient. Ne? Also die Kernaufgaben sind hier sehr schön thematisch aufbereitet. Da gehen wir gleich nochmal zurück.
Und hier gibt es dann diesen berühmten IT-Sicherheitsvorfall. Ist ja auch eine Behörde, der man Dinge melden kann. Und da gibt es eben die verschiedenen Bereiche, Bürger, Unternehmen und eben die Kritis, also die kritische Infrastruktur, Unternehmen, die hier über diese Seite, wir gehen jetzt einmal auf den Bürger, wir gehen aus unserer Bürgersicht raus, ne, bleiben also sehr nah an dem, wo wir sind. Und man sieht eben, ist dieses Informationsportal, es gibt eine Hotline und hier kann der Bürger, wir sind jetzt in der Bürgerperspektive, eben direkt, ich habe einen IT-Sicherheitsvorfall, was soll ich tun? Ich möchte einen Vorfall melden oder ich suche Informationen oder wie kann ich mich schützen? Das sind jetzt Themen, die das BSI dem Bürger zur Verfügung stellt und dann klicken wir einfach mal weiter. Und da kann man sich dann hier durch dieses Thema durcharbeiten, was soll ich tun. Also das ist schon sehr gut ausgearbeitet, sehr detailliert. Wenn man dann eben sieht, was es dann für Mailen hier Strafanzeige stellen. Also da wird alles quasi umfassend im Bereich Digitalisierung den Bürger zur Verfügung gestellt. Und das Ganze gilt natürlich eben auch für Unternehmen. Da ist das quasi ähnlich aufgebaut, dann nur erweitert eben um unternehmensspezifische Anforderungen. Die anderen Punkte lassen wir jetzt mal weg. Karriere ist jetzt nicht so relevant, aber ich denke jetzt noch der Service ist noch relativ interessant, weil die eben als Bundesbehörde sind sie ja auch der Informationspflicht unterlegt und hier sind eben alle möglichen Informationen auch abrufbar. Das sind Mediatheken, die Publikationen, da ist eben auch die Sisyphus-Studie zu finden. Klar, Newsletter kann man sich anmelden, da wird man von Ihnen direkt informiert. Sie machen Veranstaltungen und. Dort kann man dann eben allumfassend dann Informationen finden. Dann suchen wir uns nochmal auf der Verbraucherinnen- und Verbrauchersicht aber jetzt nochmal ein aktuelles Thema raus. Ich nehme mal das Thema sichere Passwörter, denn das beschäftigt uns ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Auch wenn man jetzt nicht so internetaffin ist, fängt ja schon beim Smartphone an. Und hier ist einfach auch ein Beitrag, klassische Wahl des richtigen Passwörters, man kennt es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Wenn man da keine Lust hat, kreativ zu werden. Das sind ja also die Klassiker, sie werden immer wieder verwendet oder eben quer, das ist halt oben, ne, auf der Tastatur quer, ne, dass man einfach nur diese Tasten hintereinander wegdrückt und also da wird das halt beschrieben, sehr schön aufbereitet, für den Endverbraucher halt, der das dann auch erklärt. Hier ist das Thema WLAN, da mache ich schon einen kleinen Teaser. Ich werde mich, am 2. Juni mache ich nochmal ein Thema Digitalisierung zum Thema WLAN. Da werden wir vielleicht auch auf das eine oder andere vom BSI zurückgreifen. Und hier ist das alles sehr schön aufgegliedert für den Endverbraucher jetzt. Ne? Der hat vielleicht nicht die ganz, ganz hohen Anforderungen wie ein Unternehmen, aber da sieht man, dass das BSI dort sehr eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Jetzt muss ich gerade nochmal hier meine Maus wechseln. Moment. Da gehe ich nochmal zurück auf die Präsentation. Dann gehe ich mal hier hin. So. Ich habe nämlich noch ein Beispiel bezüglich der Informationspflicht. Also das Beispiel, das BSI warnt und das BSI warnt und gibt diese Meldung raus. Und hier ist jetzt aktuell, es war von Dienstag, 18. Mai, könnt ihr bei NTV nachsehen.
Nils, wir können dich nicht mehr hören. Okay, alles klar. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Genau, ich habe nämlich zwei Bildschirmfreigaben. und hier sieht man, dass das BSI eben warnt und diese Informationen auch rausgibt und dass eben das auch veröffentlicht wird. Und da geht es um die Verschlüsselungsproblematik in den Routern. Und hier wird es eben dann nochmal die Meldung des BSI, auf jetzt ein Beispiel bei der Seite NTV, auch für den Bürger aufbereitet. Hier steht dann auch Updates installieren, also da werden auch direkt die Empfehlungen ausgesprochen. Und ich kann sagen, ich habe es heute Morgen hier in Trier in der Sportakademie gemacht. Wir haben hier auch eine Fritzbox im Bereich der Verwaltung, aber hier nicht im Bereich unserer, jetzt wo ich hier sitze, in der Produktion. Und da hat der Hersteller auch zum Beispiel, weil es eben massiv ist, auch sofort reagiert und eben sein Fritz OS veröffentlicht. Und hier stehen halt die gängigen Fritzboxen, aber die Meldung kam dann gestern, dass zum Beispiel die immer noch am weit verbreitetsten Fritzbox ist diese 7490, die ganz viele Unternehmen und auch ganz viele Privatnutzer haben. Und dafür gibt es seit gestern Abend eben auch diese Version 7.27. Die könnt ihr dann, wenn ihr auf eure Fritzbox-Oberfläche geht, eben wird das mittlerweile ja angezeigt und aktualisieren. Das ist eine Sache von, sag mal, 5 bis 7 Minuten. Und somit wird verdeutlicht eben, was das BSI leistet. Ja, es analysiert es, weist hin, weist auch den Hersteller hin, weil es betrifft ja auch andere Hersteller, aber jetzt auch ein Beispiel eben, Fritzbox ist sehr weit verbreitet, wird zum Beispiel auch von Vodafone in Kabelanschlüssen als Zugangsmedium verwendet, weil häufig haben ja diese Provider eigene Produkte, die meistens nicht so gut sind, aber einige bieten eben auch in den Tarifen die Fritzboxen an, weil das wirklich sehr gute Produkte sind und deswegen auch in privaten Haushalten verbreitet sind. Und weil das eben eine sicherheitsrelevante Geschichte ist, hat das BSI eben dort seine Aufgabe erfüllt und das analysiert, Gegenmaßnahmen empfohlen, man gibt ja auch sogenannte Workarounds, es gibt ja nicht sofort Updates, dann empfiehlt das BSI eben auch Workarounds, die selbst ein, sage ich mal, nicht so versierter ITler, also ein Endverbraucher, wir als Bürger, eben auch mit umgehen können. Wenn uns das beunruhigt, könnte man zum Beispiel gewisse Dinge abstellen, ein neues Passwort vergeben oder. Und wie gesagt, eben das BSI hat ja eben auch in seinen einzelnen Themen hier die, kann man hier noch auf alle Themen, hat ja hier eine riesengroße Übersicht auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Da kann man sich mit ganz vielen Dingen dann auch beschäftigen. Das war jetzt nur ein aktuelles Beispiel, um euch einfach zu zeigen, wie sowas von einer Bundesbehörde letztendlich dann über einen Nachrichtendienst auch verbreitet werden kann, dass diese Informationen eben nicht nur von einem proaktiv abgerufen werden müssen, sondern dass wir diese Informationen an verschiedenen Stellen eben aufpushen, selbst eben im Nachrichtenbereich, die ja eher mit Schlagzeilen agieren als mit Themen wie digitaler Sicherheit. Denke ich, soll es eigentlich gewesen sein für heute. Jetzt muss ich mal kurz, schiebe ich mal ein bisschen zur Seite, sehe ich nämlich nicht, was hier unten noch passiert. Genau, man kann mich nicht hören. Das war einfach geschuldet, dass ich hier mit einer Freigabe arbeite. Das ist etwas komplexer, wenn man was live zeigen möchte. Aber ich denke, es ist ganz interessant für euch, dass man nicht nur an Folien erklärt, wo was ist, sondern einfach mal auch die Webseiten sieht. Wie gesagt, ich gehe nochmal zurück in den Modus. Ich muss die andere Maus nehmen, sonst seht ihr das nicht. Ihr seht ja nochmal die Seite. Ach, nee. Wenn ich nicht die richtige Maus habe, dann klappt das nicht. So, aber jetzt klappt es. Genau, das BSI. Und da seht ihr hier nochmal die Adresse vom BSI. www.bsi.bund.de, dann kommt ihr auf die Seite, wie wir hier sind, hier unten in unserer Live-Ansicht. Und wie gesagt, da könnt ihr euch mit der Studie, die ich euch vorgestellt habe, beschäftigen und eben alles, was das Thema Digitalisierung angeht,
vielleicht für die meisten ist die, der Bereich Verbraucherinnen und Verbraucher relevant. Und da könnt ihr euch einfach mal durch diese vielfältigen Themen durchstöbern, wer sich für diese Sachen interessiert. Jetzt schaue ich gerade mal, die Marie schreibt noch, schau mir den Anfang bei euch in der Aufzeichnung an. Genau, dafür machen wir das ja. Ihr könnt das natürlich wie gewohnt bei uns dann auf der Website das Real Life als Videomitschnitt aufbereitet anschauen. Wie gesagt, da seht ihr nochmal die Präsentation und die Folien, aber entscheidend ist eigentlich www.bsi.bund.de und dort werdet ihr als Kunde sozusagen, als Nutzer sehr gut geführt, wie ich es euch gezeigt habe. Und wir gehen nochmal zu dem Punkt, Mist, falsche Maus. Den zahlen wir nochmal auf. Genau, wenn ihr euch für das Projekt Sisyphus interessiert, da ist der Link nochmal ausgeschrieben. Das könnt ihr dann auch in der Aufzeichnung anschauen, wo ihr das dann genau findet. Ne? Also das ist die Studie, einfach die sich mit der ganzen Thematik des Windows 10 und den ganzen Analysen beschäftigt und was es eben für Komponenten gibt, was sie leisten und was sie leisten, was sie vielleicht nicht leisten sollten und wie man eben sein System gegenüber zu viel Telemetrie zum Beispiel schützen kann. Das findet ihr dort. Ansonsten, wenn keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Unter bildungswerk.live findet ihr das Wochenprogramm, das habe ich jetzt aktuell nicht vorliegen. Da seht ihr dann, was morgen am Freitag noch kommen wird und nächste Woche. Nächste Woche Montag ist Pfingsten, also sende frei. Und es geht dann am Dienstag weiter. Schaut einfach bei www.bildungswerk-live vorbei. So ist die Adresse. Dort findet ihr dann ab morgen das Programm für die kommende Woche. Und der Newsletter kommt natürlich auch über unsere Moodle-Plattform. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Thema war einigermaßen inspirierend, um euch mit der Materie Digitalisierung und unserer Bundesbehörde in Deutschland zu beschäftigen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche und einen schönen Feiertag. Bis bald. Grüße aus Trier.